Willkommen nochmal zurück hier in Fusion 360. Also ich habe ja gestern ein Video veröffentlicht, in dem ich zeige, wie ich hier so ein Cover-Gehäuse für den Artillerie Sidewinder X1 oder Genius umgestaltet habe und mir so zurechtgeschnitzt habe, dass hier der originale Lüfter einfach wieder Verwendung findet und dass ich einfach einen freien Blickraum vorne habe. Gut, jetzt gab es so viele Zusendungen und Kommentare zu dem Video, das hat mich enorm gefreut. Ich habe aber auch gemerkt, da sind noch Fragen offen. Denn der eine oder andere hat gefragt, er hat aber einen anderen Lüfter jetzt verbaut, kann ich das nicht nochmal umdesignen? Und ja, wie kann ich das überhaupt machen? Also manch einer will natürlich daran was ändern, ist ja klar. Denn das sind nur ein paar Ideen, die von mir eingeflossen sind. Übrigens die Grundidee zu dem Ganzen, also die Idee, den Lüfter hier vorne wegzubauen, das war in dem Fall meine eigene Idee, weil mich das massiv genervt hat. Aber die Designidee, den Lüfter hier rechts zu platzieren, das habe ich entnommen aus einem fertigen Thingiverse-Produkt. Ich habe das auch verlinkt in dem ersten Video. Da hat jemand schon mal sowas designt. Und daran anknüpfend habe ich das ganze Ding ummodelliert nochmal nach meinen Vorstellungen in den Details verändert, so dass das jetzt mein eigenes Produkt einfach jetzt hier ist. So, fertig. Das könnt ihr euch ausdrucken und so benutzen. Aber ich möchte auch dazu motivieren, dass man ja sowas in Eigenregie macht und sich selber Gedanken dazu macht. Und dass den kleinen Beitrag, den ich jetzt nochmal leiste, ist, ich will zeigen, wie ihr da super einfach selber dran rummodifizieren könnt. Tja, fangen wir auch gleich an. Also, einfach in dem Fall kenne ich nur Fusion, mit dem beschäftige ich mich. Fusion geöffnet, zack, und dann die STL-Datei, die ihr von Thingiverse runtergeladen habt, hier geöffnet. Das geht mit jeder STL-Datei. Ich mache das jetzt mal am Beispiel von diesem Cover. Dann sieht das genau so aus. Das ist einfach hier so irgendwie farblich hinterlegt und man kann hier nur den ganzen Körper irgendwie anwählen, so, weil das eben eine Netzoberflächendatei ist. Tja, und mit der können wir jetzt noch gar nicht so richtig was machen, aber wir gehen jetzt hier unter Ändern und gucken hier unten Netz in B-Rap ändern. So, Auswahl haben wir schon markiert, diesen Körper jetzt hier, soll ein neuer Körper werden, okay. Jetzt kommt eine Warnmeldung. Das Objekt erhält ziemlich viele Facetten. 27.000 noch was hier. Und das kann ein bisschen dauern. Sollen wir fortfahren? Ja, wir sollen fortfahren. Mein altes Laptop wird jetzt nochmal richtig in die Spur geschickt, das ganze Ding hier umzurechnen. Währenddessen, das dauert bloß ein paar Sekunden, spreche ich noch. Und ich erwarte jetzt gleich das Ergebnis. So, hier haben wir es jetzt schon. Jetzt hat also Fusion den Netzkörper umgerechnet in ein richtiges 3D-Objekt. Und jetzt sehen wir hier einen bemerkenswerten Effekt. Wir können hier mit der Maus jetzt reinklicken und es werden richtig Flächen aktiviert. Übrigens, diese Weisheit, die ich hier an dem Beispiel erkläre, ist auch nicht von mir. Ich habe das auf Zepto 3D oder Philips 3D-Druck, also irgendwelche anderen User haben das schon zur Genüge eigentlich mal dargestellt, wie man von einem STL, wie man das zurückverwandelt in einen vernünftigen 3D-Körper, um das dann zu bearbeiten. Weil die Fragen aber noch so aufgetreten sind, dachte ich, ich mache das nochmal in dem Video. So, machen wir fix weiter. Also, jetzt sieht das Ganze hier ja total scheußlich aus. Man kriegt gleich einen Schreck. Was ist denn aus dem schönen Objekt geworden? Aber das muss euch gar nicht beunruhigen. Thematik ist einfach die, wenn wir hier mal rein scrollen. Ich nehme mal hier zum Beispiel solche Fläche hier oben an dem Beispiel. Also, der Sachverhalt ist einfach der. Die STL-Datei bildet jede einzelne Fläche und die kann auch nichts anderes. Die bildet jede Fläche als Dreiecksfläche ab. Und weil ein Dreieck mit drei Punkten, 1, 2, 3, immer eine komplett ebene Fläche dazwischen definiert. Und ja, diese STL-Datei zeigt uns deswegen alles zerhackt in Dreiecksflächen. Auch wenn das hier so merkwürdig aussieht, diese Fläche hier oben ist eine plane Fläche, die ist jetzt nur in zwei Dreiecke unterlegt. Und jetzt gönnen wir uns mal den Spaß. Ich klicke mal einfach eine an, drücke auf die Löschen-Taste
Und jetzt hat er daraus wieder eine Fläche gemacht mit einer sauberen Optik. Genauso hier vorne. Ich klicke das Ding an und dann macht er da wieder eine Fläche draus. Und hier, wo es so besonders schlimm aussieht, gucken wir uns auch, warum er das so gemacht hat. Tja, hier an dieser Fläche ist jetzt ein Radius gewesen und jeder Radius wird als STL-Datei in Linien, in kurze segmentartige Linien zerlegt. Hier haben wir also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dieser Radius ist also abgebildet und zerhackt in 11 Teillinien, die den darstellen. Und wie kann jetzt hier diese STL-Datei nun so einen Radius in Linien darstellen? Ja, da muss jede einzelne Linie letztendlich eine Fläche ergeben. Und dann hat er hier angefangen, die zu zerlegen und hat jetzt da also eine Dreiecksfläche draus gemacht, um die eindeutig zu identifizieren. Jetzt gehen wir einfach mal in egal welche Fläche hier rein, drücken auf Löschen und sind begeistert, was passiert. Die STL oder das Fusion hat gemerkt, dass jetzt die Zuordnung nicht mehr passt und hat die umliegenden Ebenen, die ja auf derselben Ebene liegen, einfach schon direkt als Fläche jetzt erkannt und sich zurecht umgewandelt. Ist das fantastisch? Weil wir sehen jetzt schon, jetzt kommen wir hier, ich klicke mal hier wieder eine, haben wir die nächste Fläche und klicke mal jetzt hier vorne nochmal drauf. Das Ganze, wissen wir ja, ist ja auch eine Fläche. Und mal sehen, was er jetzt macht. Zack. Und schon hat er die Fläche sauber. Jetzt können wir hier nochmal raufgehen. So, und so können wir das mit ganz wenigen Mausklicks, ja, sogar hier hinten die aufwendigen Flächen, das ist ja eine Ebene. Ich klicke mal drauf, lösche mal eine Fläche und schon haben wir das ganze Teil hier wieder sauber. Auch die Fläche hier. Einmal gelöscht, egal welche Fläche. Tja, ich wiederhole mich, aber das macht einfach auch irgendwie richtig Spaß, hier nochmal so aufzuräumen. Jetzt haben wir also den Körper hier richtig versäubert, sag ich mal. Und jetzt kommt uns das ja wieder bekannt vor. Das ist jetzt ein richtig schönes 3D-Objekt. Das ist also in den Parametern maßhaltig. Ja, und das ist genauso, wie ich das Ding im Prinzip auch bei mir im Fusion dann designt habe. Und ihr habt gesehen, aus einer beliebigen STL-Datei kann man so einen Körper rückgewinnen. Und das Schönste ist, den kann man jetzt einfach total frei bearbeiten, wie man das immer machen würde. Ich will jetzt mal auf dieser Ebene hier einfach irgendwie aus Quatsch irgendwas randesignen. Immer der gleiche Schritt. Ich brauche eine neue Skizze. Dann definiere ich, welchen Körper ich hier nehme oder welche Fläche. Klick die Fläche an. Die legt er mir hier wieder zurecht. Oh, ich will die aber so rumsehen. Und sage, ich möchte jetzt hier einfach mal an der Stelle jetzt hier nochmal irgendwie einen Kreisdurchmesser erstellen, schließe meine Skizze ab und gehe dann hier auf Extrudieren, markiere mir das Ganze, drehe mir das ein bisschen hin und ziehe jetzt hier einfach mal das Objekt ein bisschen raus und sage hier Verbinden und fertig ist. Ja, und wir sehen, jetzt ist an diesem Objekt einfach hier eine Vogelsitzstange dran konstruiert. Gut, die macht jetzt beim einen oder anderen nicht so richtig viel Sinn. Es sei denn, hat irgendwelche Kanarienvögel zu Hause, die da Freude dran haben, auf dem Drucker zu sitzen. Das war jetzt nur ein Quatschbeispiel, ja, um zu zeigen und dazu auch zu ermuntern und zu animieren. Nehmt ruhig so eine Datei, wandelt die um, denkt euch was aus, bastelt da dran rum, schnitzt umher, fertig. Gut, ein bisschen schelmisch von mir. Ich hätte natürlich auch dieses ganze Objekt hier einfach direkt als Step-Datei veröffentlichen können auf Thingiverse. Dann öffnet man das einfach und fängt an, da dran rumzuarbeiten. Das war mir ein bisschen zu einfach. Ich möchte ja auch wirklich ich möchte wirklich auch sehen, dass jemand da ein ganz klein bisschen Mühe reinsteckt, sich damit befassen will. Und für den ist dieser Weg hier ganz einfach. Dem brauche ich das fertige Gericht, also die fertige Step, nicht einfach auf den Tisch platzieren. So, ich schmunzel da ein bisschen bei. Aber ihr seht, das ist wirklich bloß ein Schmunzeln, denn jeder kann das so generieren und kann daraus was machen. Das ist also tatsächlich gar keine Hürde an der Stelle. Ja, das war
Eine Ergänzung zu meinem gestern veröffentlichten Video aufgrund der Nachfragen, der Modifikationen. Einige fragten mich hier einen 5015er Lüfter zu modifizieren, ob ich das mal eben machen könnte. Nein, entschuldigt, das mache ich nicht, denn ich habe für mich selber noch keinen Sinn für diesen Lüfter erkannt. Berichtet mir den bitte, ob ihr meint, dass hier unbedingt mehr Luftstrom erforderlich sein muss, dass hier eine Orkanstärke rausbläst, wenn das Vorteile hat. Überzeugt mich davon, ich bin total offen und interessiert. Da ich diesen Lüfter selber aber bei mir jetzt noch nicht als erforderlich angesehen habe und als sinnvoll, investiere ich da auch keine Zeit, so ein Projekt umzusetzen. Macht das selber, veröffentlicht das Ding auf Thinkiverse und lasst uns teilhaben. Und ich würde mich irre freuen, wenn ich dieses Teil dann mal runterladen kann und ihr habt da einen besseren Lüfter dran und der macht auch noch Sinn. Dann kaufe ich mir so einen Lüfter und freue mich einfach daran. Dann abschließend noch. Wenn ihr also dieses Objekt dann wirklich auf Thinkiverse einstellen wollt oder veröffentlichen wollt, dann könnt ihr das als Step-Datei machen. Ihr wisst, hier in Fusion zum Beispiel gehe ich dann einfach unter 3D drucken und kreuze hier an, ich möchte nicht den Mesh-Mixer benutzen. Auflösung Mittel reicht mir hier aus. Jetzt möchte er noch wissen, welches Objekt eigentlich. Da nehme ich hier diese Extrusion, sodass das Ding blau hinterlegt ist. Und sage dann okay, speichere das Ganze ab und dann ist das eine STL-Datei, weil ich hier einfach 3D-Druck ja vorne angewählt habe, nimmt ihr automatisch eine STL. Ich kann natürlich auch hier reingehen und sagen, ich will das ganze Ding exportieren und dann kann ich dem sagen, welches Format ich haben will. Kann hier auch eine STL-Datei anwählen. Jetzt kommt der Clou, wenn ihr absichtlich wollt, dass jemand das direkt als Step-Datei hat, das wäre also diese Bezeichnung hier, dann ist das also direkt als 3D-Körper. Jetzt können wir hier mal das ganze Ding exportieren. Dann ist das ganze Ding direkt als 3D-Körper so in den Flächen gespeichert und man hat das nicht in diese Dreieckstückchen zerhackt wie bei einer STL-Datei, sondern eine Fläche ist wirklich eine Fläche und das kommt genau so wieder raus bei dem nächsten, der das Ding öffnet. Das ist natürlich noch ein bisschen komfortabler dann an der Stelle. Ja? Also den einen oder anderen Weg, mehrere Wege sind möglich, aber das ist jetzt nochmal der Unterschied da gezeigt zwischen einer STL-Datei, die immer nur auf Dreiecksflächen basiert und auch alles daraufhin ausrechnet, oder ob ihr das Ganze als STEP-Datei abspeichert und dann veröffentlicht, sodass da jemand direkt dann die Flächen hat und weiter modifizieren kann. Das war's als kleiner Nachtrag zum Video von gestern. Bis dahin, tschüss für heute.